Etwas weniger erfahren sind Publikum und Teilnehmer beim sogenannten Breakball. Eine junge, neue Sportart, bei der prinzipiell alles erlaubt ist. Hauptsache die Bewegungen, vom jungen Volk Moves genannt, werden mit einem Ball ausgeführt. Das hier sieht aus wie Breakdance, ist es aber nicht. Denn wer den Breakball-Contest gewinnen will, muss nicht nur ordentlich Beat im Blut, sondern auch noch die besten Tricks mit dem Ball drauf haben. Sinan Öztürk gilt als Favorit, genau wie Florian Halimi. Breakdance an sich ist ja so, ja, sagen wir mal so, es machen viele, ja. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen spezialisiert dadurch, dass ich halt Breakdance halt so mit dem Ball mache. Breakball ist ein Gemisch aus Breakdance und Basketball- oder Fußballtricks. International ist der Streetdance-Trend bereits stark im Kommen. Zeit für Deutschland mitzuziehen. Die Szene ist relativ jung, es steckt noch in den Kinderschuhen. Und wir wachsen stetig, deswegen ist es gerade wichtig, dass wir jetzt anfangen, Events in diesem Bereich zu starten. Die Jury hat entschieden, Sinan und Florian stehen im Finale und battlen ganz nach Breakdancer-Manier um Platz 1. Florian liefert die perfektere Show und gewinnt. Ich will unbedingt ins Ausland jetzt. Also ich will viele Auftritte machen. Ich möchte, sag ich mal, die Welt mit meinen Tricks so begeistern, mit meinen Breakdance-Fußballtricks. Und ich hoffe, damit komme ich jetzt einfach gut rum. Das Rumkommen könnte für Florian schneller klappen als gedacht. Nach seinem Sieg nahm ihn gleich eine Künstleragentur unter Vertrag. Tja, Künstleragentur, irgendwas habe ich, glaube ich, falsch gemacht in der Jugend. Nur Sport, ist auch nicht. Tja, sind wir hier gelandet. Das ist ja auch eine Form von Kunst, wenn man so will, ne?